Ja, genau, natürlich, ne? Ein langer Gang, wo nichts ist. Du siehst bestimmt gar nichts. Oh Mann, es passiert echt gar nichts. Ich liege heute nur falsch, egal was ich sage. Ich liege immer falsch. Was ist das? Was? Oh mein Gott, Snake mit. Ha! Oh nein, oh nein. Was? Um alle Welt. Was? Was? Was das denn? Unschaffbar. Unschaffbar, meine Damen und Herren. Unschaffbar. Wie soll ich denn an diesem elegant vorbeifliegenden Flugzeug vorbeikommen? Mal abgesehen davon, dass ich da nicht rüberkomme. Nein, Mann! Nein, Mann! Ja, und jetzt stecke ich hier fest, das ist so eine lustige Falle, wisst ihr? Hahaha, ich lach mich tot. Ja, oh, warte mal, oh, da ist irgendwo was, da ist irgendwo ein weiteres Ding aufgetaucht. Ich habe nur den Sound gehört, ich habe es leider nicht gesehen, das war dumm. Okay. Ja, und wo ist jetzt noch ein. Hä? Was macht dieses Snake überhaupt? Frisst sich in den Boden oder was? Das macht keinen Sinn! Ja gut, okay, also sie geht zweimal nach unten und dann kommt dieses Ding. Ja, genau. Also anscheinend gibt es auch Ninjas in diesem Ding. So, eins, zwei, er kommt. Oh, ja, gut. Hey. Ja, meine Damen und Herren, was erwarten die denn? Eins, zwei. Und immer dieses Gedudel, wenn dieses Flugzeug kommt. Ihr hört das ja nicht, aber da kommt so eine bescheuerte Scheißdrecksmusik. Eins, zwei. Ja, was soll ich denn machen, ey? Was soll ich denn machen? Nichts so ungut, aber ich bin komplett überfordert. Oh ja, genau, ne? Oh, ich baite die Schlange. Ah, vielleicht kann ich den ja auch abknallen. Ha, da, 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 da. So weit kommt's doch nicht mal. Nee. Ja, ich wüsste aber echt gerne mal, wo ich dann hin soll. Es geht doch nicht! Ach, kann ich über ihn drüber springen vielleicht? Nee. Das ist ja noch unrealistischer als damals. So, eins, zwei. Oh, Alter, sag mal, hänge ich irgendwie in der Luft, wenn das Ding kommt, oder? Ich hänge in der Luft. Moment. Könnte es sein? Nein, natürlich nicht. Ich rede scheiße. Ich bin einfach nur viel zu dumm. Ich bin einfach nur dumm. Wisst ihr, wenn ihr das Gefühl habt, oh, ich habe gerade irgendwas voll krasses entdeckt oder so, ja? Wisst ihr? Ihr habt ja gar nichts entdeckt. Es liegt einfach nur daran, dass ihr unfähig seid. Komplett, genauso wie ich. Ja, was denn? Was denn? Was soll ich denn machen? Aber gut, ich tippe mal auf diesen klassischen Scheiß. Das da ist nur eine Glocke in die falsche Richtung. Und, nee, Mann. Ich kann mich da nicht fallen lassen und dann direkt wieder drauf. Geht nicht. Wackelt irgendeiner von diesen Zacken? Nee. Ein, zwei. Es ist absolut unmöglich, da runter zu hüpfen und dann, ne? Soll ich Wandsprung machen oder was? Ich wüsste gar nicht, was dieses Spiel erwartet. Es geht nicht. Was immer die auch wollen, es geht nicht. Ich will auch gar nicht wissen, was die eigentlich wollen, aber es geht nicht.
Das ist schon eine extrem geile Idee, das muss man sagen. Aber ich habe das Gefühl, der kommt immer genau dann, wenn. Ne? Ja, genau dann kommt er nicht. Ne? So. So, dann kommt so ein weiterer Sound, so ein Dwüt, aber der erscheint doch gar nicht. Oh Leute, oh mein Gott. Ja, wie man sehen kann, erreicht meine Motivation gerade neue, nie dagewesene Höhen. Also ich gucke jetzt noch, dass ich diese scheiß Schlange zu Ende krieg, bevor, ey, ne? Alter, was soll ich machen? This is so predictable. I'll take a boot to the head. And one more for the win. Ow! Nehm mal seriös. Was soll ich denn machen? Na ja, gut, okay. Mal über den Tellerrand schauen. Aha. Hat es irgendeinen Grund, dass der plötzlich viel schneller fällt? Seht ihr das? Sinn-Fragezeichen? Ah, auf der Seite ist auch so eine Adenaskante. Ich probiere mal die einzelnen Tacken aus. Naja, irgendwann treibt dann das Spiel so weit. Ich weiß, dass es nichts bringt, aber ich mach's trotzdem. Und dann irgendwann per Zufall auf die Lösung zu stoßen. Er hat stoßen gesagt. Ah, oh Gott, das ist so bescheuert. Nein, das geht nicht. Oh, Alter, was soll ich denn machen? Was will der denn von mir? Wir haben zwei Möglichkeiten, wo ich mich hinstellen kann. Und beide werden sofort von einem überdimensionalen irgendetwas plattgewalzt. Nee, es geht nicht. Also, ganz ehrlich, ich bin voll am Ende. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Gar keine. Also, jetzt noch weniger als vorher. Immer bei Flugzeugen, ey. Die haben es echt ganz schön mit scheiß Luft. Ja, die haben es mit scheiß Luft, ganz genau. Der kommt auch so krass schnell. Oh Gott. Nee, also ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht. Okay, ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Hier geht es nicht weiter. Keine Ahnung, ich probiere. Ich gehe jetzt nochmal zurück und mal gucken. Ach. Ja, ich muss zugeben, ich habe eben gerade mal auf YouTube nachgeguckt. Das ist so krass hier, das war jetzt das erste und letzte Mal, dass ich auf YouTube war, weil die Idee ist ja mal saukrass. Hier, das ist eine absichtliche Sackgasse. Das ist wirklich extra so, dass man nicht weiterkommt. Also ich verspreche, ich werde nicht mehr auf YouTube gucken, um herauszufinden, wie es weitergeht. Nur um schnell durchzukommen. Weil der Moment, wo ich jetzt... Oh mein Gott. Der Moment, wo du wirklich sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe zurück und dann kommt sowas, ich meine, das ist schon richtig, richtig geil, das muss man sagen. Und den habe ich mir jetzt selbst geklaut, bin ich selbst schuld im Grunde. Und deshalb für die Zukunft, ich werde es nicht mehr machen. Das ist okay.
Ah. Nimmt es überhaupt auf? Nur mal nachdenken. Ah, okay. Gut, ja. Ach Gott, diese Level mag ich ja auch total. Oh, alte Maus, hau ab! Ja, ich diskutiere mit meiner Maus. Seht ihr mal, wie weit es schon um mich bestellt ist. So. Oh Gott. Hi. Ah. Oh oh. Huch. Ah. Wah. Moment mal. Stopp. Langsam. Ey, 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 ey. Ah, da, 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 da. Wisst ihr, warum ich die Level nicht so mag? Man springt 2 Minuten lang und dann kommt der Sprung, auf den es ankommt, den verkackt man dann, muss man das Video von vorne machen. Und dann kommt man einen Sprung weiter und dann, weil man den nächsten nicht kennt, verkackt man den und dann immer so weiter, immer so weiter, immer so weiter. Und ich muss niesen, das ist ganz, ganz schlecht. Meine Nase bitzelt immer mehr und ich muss auch noch gehen. Jesus, ey. Die 8 Landplagen hier. So. Okay. Und meine Brille rutscht. Oh Gott. Oh. Fast Reactions. Was macht dieses Ding da? Warum ist das Portal. Warum fehlen die? Ja. Warum ist das Portal jetzt gerade nach unten gegangen? Naja, wahrscheinlich, wenn ich reinspringe, komme ich wieder da rein, dann bin ich tot. Voll witzig. Voll witzig. Das ist echt ziemlich witzig. Eine echt witzige Idee. Ist echt amüsant. Da haben sich die Entwickler aber einen besonders lustigen Klamauk erhofft. Naja, gut, ich springe hier noch ein bisschen sinnlos weiter und bin jedes Mal überrascht, wenn das Tempo anzieht. Ja, ja, genau. Siehst du, weißt, ach Gott, ich hasse das. Das ist so ätzend. Du bist so auf diesen Sprungrhythmus gewöhnt. Und dann wird er einmal anders hören und du kommst überhaupt nicht mehr klar. Cool. Hey, hey, kennt ihr den schon? Was ist flüssiger als Wasser? Ja. Ja. Hausaufgaben, diese nehme ich überflüssig. Den Witz musste ich mir heute. Oh, den Witz musste ich mir heute auf meiner Zivi-Stelle anhören. Ja. Und versucht mal darüber künstlich zu lachen und zu sagen, oh, der ist echt witzig. Oh Gott, ich hasse dich. Ja, aber es kommt halt nicht so gut, wenn du das zu deiner Halbchefin sagst. Deshalb habe ich es mir mal geschenkt. Ja, wie man merkt, bin ich sehr beliebt auf meiner Zivi-Stelle. Aber das ist eigentlich ganz normal, weil ich mag die Zivi-Stelle nämlich auch richtig viel. Ich meine, ich habe da so mit... Oh Gott, darf ich das überhaupt sagen? Nee, das war ich besser für mich. Ja, wie geht's weiter? Tetrox hat ganz, ganz große Probleme hier bei der Feinkoordination. Ich schaffe es einfach nicht, über diese scheiß Blöcke hinauszukommen. Diese Krise ist kriselig.